Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman, wo wir uns heute eine Herausforderung in Hokkaido auf Ankes Wunschen widmen werden. Und zwar heißt diese Herausforderung der Bräutigam. Wir sollen also einen Auftrag erledigen, okay? Töten Sie als Biker verkleidet alle Ziele mit dem Katana, das ist in diesem Fall 1. Töten Sie nur die Ziele, keine Körper dürfen gefunden werden, bleiben Sie unbemerkt, werden Sie von Kameras gefilmt, löschen oder zerstören Sie die Beweise. Okay, auch kein Problem, denke ich. Ich habe mir hier The Groom rausgesucht von Suki. Wir sollen Hannah Olsen töten. Ich denke, ach sogar als Biker, okay, ja klar, ist ja direkt The Groom, ne, heißt die Mission, also ist direkt für dieses Achievement maßgeschneidert worden. Hannah Olsen, vermute ich, wenn es uns der Auftrag einfach macht, ist die Schwester, die die Stammzellen betreut im OP oder ja am OP quasi. Ich denke, wir werden als Ninja verkleidet starten, da kriegen wir nämlich ein Katana, das wir brauchen. Wir werden eine Goldmünze mitnehmen, um Hannah in eine günstige Position zu bringen. Und diesen wunderbaren Einweg über Brücke, um uns Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Und Custom 5mm, weil ich die einfach gut finde. Und dann legen wir mal los und schauen, ob uns hier irgendwelche Überraschungen erwarten. Also zuallererst nehmen wir uns dieses wunderbare Schwert mit. Ganz wichtig, dann schauen wir, wo unser Ziel sich befindet. Ebene 2, okay. Einmal reinzoomen. Ja, das ist ne, hier der Raum mit den Stammzellen. Hier ist der OP. Das heißt, das dürfte tatsächlich jene Schwester sein, von der ich dachte, dass sie es ist. Vielleicht ist sie auch Assistenzärztin, ich weiß es nicht. So, und hier werden wir gleich von der Kamera gefilmt. Für alle, die sich fragen, warum sie hier an der Ecke ständig gefilmt werden. Hier ist eine Kamera auf diesem Laternenmast. Die kann man natürlich von oben ausschießen. Damit man nicht gefilmt wird. Ja, da hat sie uns erwischt. Das sparen wir uns einfach, weil wir ja sowieso gleich die Aufnahmen löschen werden. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft. So. Hier, das ist ein Kartenleser. Da verschaffen wir uns einfach Zugang. Und löschen hier die Aufnahmen. Spitzel. Dann werden wir uns natürlich als Biker verkleiden. Und dann müssen wir hier einen kleinen Umweg machen. Wir müssen nämlich hier hinten schleichen, um an diesen beiden Ärzten vorbeizukommen. Der alternative Weg wäre, dadurch diese Tür zu gehen. Da guckt allerdings immer mindestens einer in unsere Richtung. Der Weg ist also nicht so ganz günstig. So, und hier können wir uns einfach hinter den beiden langschleichen. Und kommen dann hier direkt neben Hannah heraus. So, da müssen wir nur gucken, wo die Gute gerade ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werfe einfach mal eine Münze da hinten so in Richtung Ecke. Ja, die liegt ganz gut. Ja, toll. Danke, Tür. Nothing again. So, Schwert einstecken. Münze mitnehmen. Und Hannah wegziehen. Können wir sie rüberwerfen? Ja, wir können sie rüberwerfen. Ja, dieses Geräusch. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden, wenn wir um die Ecke gehen. Okay, alles cool. So, kann ich sie hier verstecken auf dem Ding? Nee, kann ich nicht. Okay, gut, dann. Ja, lass ich sie einfach hier liegen, würde ich sagen. Okay, er ist also gerade da zurückgegangen auf die richtige Seite, dass wir uns hier vorbeischleichen können.
Und dann nehmen wir einfach den gleichen Weg hinaus, den wir auch hineingenommen haben, würde ich sagen. Da müssen wir natürlich oben nochmal auf die Patrouille aufpassen. So, vorsichtig, vorsichtig. Die kommen gerade da lang. Ich schätze, wir können vor denen einfach hier langlaufen. Und entkommen. Hier darf jetzt natürlich nur der Arzt nicht Pause machen gerade. Das wäre mega ungünstig. So, ne, da kommen die beiden. Wir hatten genug Abstand. Hinter uns scheint auch gerade jemand rausgekommen zu sein aus der Tür. Wir hätten jetzt natürlich auch mit dem Helikopter abhauen können. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir hätten uns auch noch mal als Ninja verkleiden können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Haben wir aber nicht. Und deswegen hauen wir hier einfach ab. Als Biker verkleidet, da tragen wir auch einen Helm, falls wir hier abstürzen. Ich meine, der ist schon ein bisschen beschädigt, aber ja, was soll's. So, der Bräutigam, haben wir geschafft. Das war der Beweis. Top of the class. Heißt es, dass wir hier in diesem Auftrag die höchste Punktzahl bekommen haben? Hier kann man sich doch irgendwo Highscores anzeigen lassen, oder? Ah, hier Bestenlisten. Tatsächlich, das haben noch nicht so viele gespielt. VTech hat die einmal gespielt. Suki, die Erstellerin, vermute ich, hat die gespielt und wir haben die gespielt. Und wir waren einfach ein bisschen schneller als Suki, eine halbe Minute. Und haben deswegen die bessere Wertung bekommen. Yay, bester, hurra. Also, The Groom von Suki, wenn ihr den Highscore da schlagen wollt. Tut euch keinen Zwang an, Jungs und Mädels. Ihr könnt dann auch gerne hier unter das Video posten als Kommentar, ne, wie schnell ihr wart. Also ich war 3,59 schnell. Wenn ihr schneller seid, postet es mir in die Kommentare. Wenn ihr langsamer seid, postet es mir auch in die Kommentare. Kleiner Wettkampf, wer Lust drauf hat. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.